Obwohl ich das jetzt von der Entfernung her, alleine weil ich im Tor stehe und die Situation sich eigentlich, kann man sagen, so 70 Meter von mir abgespielt hat, nicht so hautnah mitgekriegt habe. Ne? Es war schon ganz schlimm und hat wahrscheinlich auch sehr, sehr schlimm ausgesehen. Also ich habe das leider, muss ich sagen, hautnah eben mal miterlebt, weil ich direkt neben ihm stand und zugegebenermaßen sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, weil das war eine Wunde, da wurde einem ganz anders. Ja, und Ewald hat natürlich die Situation, weil er jetzt direkt betroffen war und weil das Ganze, wie das entstanden ist, eher mitgekriegt. Ne? Er hat ja im Grunde genommen den Rehhagel dafür verantwortlich gemacht, weil er den Siegmann damals angeheizt und aufgefordert hat dazu. Ne? Und deshalb war für ihn das wahrscheinlich noch alleine vom Kopf her eine ganz andere Situation. Ne? So wie das natürlich aussah von der Verletzung alleine, wenn man den halben Muskel sieht und wie weit das aufgerissen war, das war schon ganz schön hart.